Drei Fragen, drei Antworten, meine Damen und Herren aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Heute die erste Frage: Wie ist das eigentlich mit dem Wegfall der Arbeitsplätze bei der Digitalisierung? Die Antwort ist: Wir wissen es nicht so richtig genau. Es gibt Schätzungen, die sagen, es fallen viele Arbeitsplätze weg. Es gibt Untersuchungen, die sagen, das wird gar nicht so sein, denn es gibt ja auch ganz viele neue Arbeitsplätze durch neue Geschäftsmodelle. Wir wenigstens sind dabei zu sagen, wir müssen bei der Digitalisierung ganz vorne sein. Nur wenn wir mitmachen, können wir gewinnen. Und den Umbau der Arbeit, den werden wir begleiten. Das machen wir schon jetzt, aber das wird in der nächsten Wahlperiode noch mal bedeutender werden. Wir müssen ein klares Bündnis haben aus Politik, aus Gewerkschaften und aus Arbeitgebern und müssen gemeinsam sehen, dass wir diese Umstrukturierung schaffen. Die zweite Frage kommt von Christoph Germer, der fragt: Ein neues Fördergesetz für Mieterstrom, ist das nötig? Kann man das nicht anders machen? Ich nehme an, Herr Germer, Sie meinen, kann man es nicht ohne Gesetz machen? Nein, das kann man nicht, denn wir müssen klarstellen, dass Vermieter Mietern den Strom abgeben können, quasi aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach, dass aber beispielsweise der Mieter nicht verpflichtet ist, diesen Strom auch zu nehmen. Das heißt, es geht bei unserem Gesetz nicht nur darum, Rechte zu geben, sondern auch zu regeln, dass Mieter geschützt werden. Und deshalb brauchen wir ein Gesetz. Die dritte Frage kommt von Timo Schriegel, der nochmal fragt bei der Energiewende. Ich habe in den letzten drei Fragen, drei Antworten gesagt, dass ein Drittel der Energie aus erneuerbaren Quellen kommt. Und er fragt sich, woher haben Sie eigentlich diese Daten? Die Antwort ist, unsere Daten sind die Daten der Übertragungsnetzbetreiber. Die sagen uns, dass der Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch bei 31,7% lag im letzten Jahr. Bei der Stromerzeugung lag er bei 29%, also etwas unter dem Drittel. Dafür bitte ich um Nachsicht. So, das war's wieder für heute und nächste Woche beantworte ich gerne wieder Ihre Fragen.